Ich beschäftige mich seit Anfang der 80er Jahre mit Wirtschaftsforschung in einer ziemlichen Bandbreite, also von der Existenzgründung bis hin zur Aussätung von ganzen Geschäftsfeldern europaweit mit vielen, vielen Millionen Datensätzen. Und naja, daraus hat sich eigentlich entwickelt, ja, dass ich als Dozent den jeweiligen Teilnehmern erkläre, wie die Welt funktioniert. Also von der Buchhaltung bis hin zum Wirtschaftsrecht dazwischen und da viel mehr darüber hinaus. Ja, aber wie ihr wisst, bin ich ja jetzt in den letzten Monaten ein bisschen aus dem aktiven Dienst raus gewesen, weil mein Herz einfach nicht mitgemacht hat. Mein Herz hat meinen Körper massiv geschädigt und ich bin deswegen auch sehr lange im Krankenhaus gewesen, habe auch eine Herzoperation hinter mir und ja, in der Zeit, in der ich da quasi untätig mehr oder weniger und vor allen Dingen sehr, sehr stressfrei leben musste, gingen mir natürlich viele Gedanken durch den Kopf. Was mache ich in Zukunft und ja, kann ich das, was ich mache, ja, sagen wir, noch interessanter gestalten und für mich auch attraktiver natürlich und für euch natürlich irgendwie auch interessant, logischerweise. Ja, und dabei kam mir ein Gedanke, der ja im Grunde naheliegend ist, aber sozusagen aus der Situation geboren wurde. Denn man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ja? Also vor der Herz-OP ging es mir seelisch sehr, 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 sehr schlecht, weil ich halt nicht wusste, Herz-OP, kann auch mal schief gehen. Ne? Und aber nach dieser Operation geht es mir jetzt zunehmend körperlich besser. Und naja, das ist halt diese Geschichte mit der Prognose. Naja, aber mit Prognosen beschäftige ich mich auch schon sehr, sehr lange, allerdings mehr so statistisch-mathematisch mäßig. Und wie gesagt, ich habe da ja für ungefähr 4.500 Geschäftsfelder europaweit so monatlich 20 Millionen Datensätze, die bei mir in mein Excel reingeschmissen werden. Und dann kommen hinterher für die einzelnen Geschäftsfelder, die man da so haben kann und die einzelnen Staaten, in denen das stattfindet, kommen dann entsprechende Berichte bei raus, was denn sozusagen die Grundlagen der jeweiligen Geschäftsfelder sind und welche Perspektiven da so zu erwarten sind. Wobei das mit dem Erwarten, wie gesagt, ist die Zukunft. Die kann man nicht vorhersagen, nicht wirklich. Und das muss jedem klar sein. Und insofern sind doch alle Videos dieser Serie natürlich jetzt mehr so Denkhilfen fürs Selberdenken und nicht Anweisungen von mir oder Anleitungen. So ist es richtig oder so macht man es oder so, sondern sollen eben, wie gesagt, Anregungen sein, die, naja, eine gewisse Plausibilität haben und damit den Menschen vielleicht helfen, aus dem, was sie haben, mehr zu machen. Also das Ziel der ganzen Sache ist, ja, mach mehr Geld aus dem, was du hast. Ja, und da habe ich natürlich jetzt quasi in der Zeit, wo ich dann auch ein bisschen leider nicht so aktiv sein konnte, mir ganz viele Sachen angeschaut auf YouTube, auf was ich auf Google, auf wo auch immer, ganz, ganz viele Gedanken, die da mehr oder weniger ergänzend sind zu dem, was ich ja selber auch als Wissenschaftler, BWL und so da bereits habe. Und ich habe sozusagen meine Plattform erweitert. Und ja, dabei sind verschiedene Systeme herausgekommen, mit denen man relativ, naja, ich sag mal, plausibel den Unsicherheitsfaktor Zukunft reduzieren kann. Also das würde ich da schon auch behaupten, dass man also nicht mehr rein aus dem Bauch heraus etwas entscheidet und dann natürlich Fehler macht, die randommäßig sind, sondern man macht dann eben Entscheidungen, die eine Begründung haben, die auch naheliegend ist. Also wenn man sich jetzt solche Investoren anschaut,
Gut, zum Warren Buffett, der hat natürlich da Leute für und aber der ist natürlich auch irgendwann mal angefangen und auch andere Leute, die haben wirklich viel, viel Geld verdient. Und wenn man da mal so zurückschaut in diese, sagen wir mal, in diese Londoner Szene, wo die Leute sich da gegenseitig die Bälle zugeschoben haben und dann natürlich erstmal richtig abkassiert haben, das ist natürlich auf der einen Seite bei dem Warren Buffett sicherlich ein sehr, sehr großer Know-how-Vorsprung, den er hat. Und bei diesen Leuten da in London, das war ja mehr oder weniger so Cheaterei. Und sowohl das eine haben wir nicht, also den Know-how-Vorsprung, also so ein Warren Buffett oder wie heißen die BlackRock-Leute, die sind natürlich uns meilenweit voraus, das muss man einfach sehen. Und die haben auch Techniken und Instrumente, Maschinen, mit denen sie im Millisekundenbereich mehr denken können als du und ich in 100 Jahren. Also, ja, und diese Cheaterei, gut, das gibt es natürlich immer und überall und es ist eine Frage, ob man sich auf so ein Niveau begeben möchte, kann ich nur abraten von, denn wenn man da quasi auffällt, dann sieht die Zukunft für einen nicht mehr ganz so Rolls-Royce-mäßig aus. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, in der ganzen Zeit habe ich mir dann eben viele Sachen angeschaut. Über diese großsprecherischen Leute, die da sagen, ja, ich bin immer schon Ferrari gefahren, weil ich habe eine tolle Idee, ich weiß, wie geht, weißt du? Na, sowas, ne? Das ist natürlich Blödsinn. Beziehungsweise, manche dieser Leute haben auch durchaus Gedanken, wo man sagen kann, ja, also dem Gedanken kann man ja mal folgen. Und mal analysieren, wie realistisch denn diese Gedanken sind in Bezug auf die Verbesserung der Vorhersage. Denn die Vorhersage, das ist ja der Punkt. Na, die Vergangenheit kennen wir, die können wir nicht mehr ändern. In der Gegenwart müssen wir handeln. Und die Zukunft ist halt sozusagen das Ziel, was wir versuchen für uns so zu optimieren, dass wir halt aus 100 Euro 200 Euro machen, ne, oder so in der Größenordnung. Oder aus dem Tausender 2 oder sonst. Dann ist natürlich die Frage, gibt es dazu verschiedene Techniken oder Möglichkeiten, wie man denken kann? Und wie gesagt, bei diesen diese Zeiten, die ich da jetzt verbringen musste im Krankenhaus und sonst wo, habe ich eben mal so ein bisschen meinen Horizont auch noch ein bisschen erweitert und bin auch Gedanken nachgegangen, die völlig sinnlos sind oder von vornherein blödsinnig sind. Aber auch da findet man immer wieder so einen Gedankenansatz. Und wenn man so ein Puzzle mal zusammenbaut aus den verschiedenen Komponenten, dann ergibt es sich, dass man schon mal nachdenken kann, ja, wie könnte es denn wirklich sein? Also ein ganz simples, einfaches Beispiel ist natürlich dieses mathematische Modell Momentum. Ja, also ist irgendein Markt im Aufwind? Na toll, Aufwind, ja wow. Ja, wie lange hält er denn? Weiß man das? Nee, das weiß man natürlich nicht. Wissen tut man es nicht. Aber es gibt, ich will mal sagen, Indikatoren dafür, dass sich die Verhältnisse am Markt verändern oder anders werden als gegenwärtig oder in den letzten 2, 3 Stunden, Tagen, Wochen. Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Das haben viele von diesen Tradern, wie sie sich dann so schimpfen mit ihren was ich Business Jets und was sie alle so immer in die Wohnsitzen in Monaco oder was sie da immer erzählen. Also einen Punkt, den erwähnen die relativ selten und der ist aber sehr wichtig und da werden wir uns dann auch noch mit beschäftigen natürlich. Und zwar ist es das Zeitfenster, was man betrachtet. Ja, also ich kann ja innerhalb von Millisekunden irgendwie was kaufen, verkaufen, handeln, optimieren. Ich kann das in Stunden, ich kann das tageweise machen, ich kann das Wochen-, Monats-, Viertel-, Quartalsmäßig machen, ich kann das jahresmäßig machen. Und dann ergibt sich natürlich auch immer eine jeweils andere, ja, sag mal, Situation, eine andere Perspektive auf, ich sag mal, so ein Aktienkurs, ja, also der kann innerhalb eines Tages toll, toll, toll nach oben schwanken. Aber wenn man das dann jetzt mal auf den Monat sieht, ist das Ganze in dem Abwärtstrend und nur an diesem speziellen Tag haben sie ein paar Mitnahmeeffekte gehabt und dadurch ist der Kurs an dem Tag ein bisschen gestiegen.
Na toll, also jetzt kann ich natürlich sagen, ja, jetzt bin ich aber der super Daytrader und wow, jetzt war ich aber an dem Tag, aber jetzt habe ich aber richtig verstanden, wie es geht. Nächsten Tag gebe ich die Kohle aus und dann kommt natürlich der Rücksetzer, weil die ganzen Mitnahmeeffekte sind dann natürlich auch wieder dabei. Also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, aber Momentum, darauf wollte ich hinaus, Momentum ist jetzt so eine Art ein mathematisches Modell, womit man spielen kann. Ja, also man kann die Parameter dieses Modells verändern, also die Größe des Zeitfensters, was man betrachtet. Das ist üblicherweise, irgendwie haben sich da was einfallen lassen, aber ich bin der Meinung, dass man also da eben verschiedene Zeitfenster haben sollte, die man auch simultan sich anschauen sollte, um eine vernünftige Entscheidung vorzubereiten. Ne? Und ja, dieses Momentum sagt dann halt, ja, ist der Markt im Aufwind oder nicht? Und vor allen Dingen sagt das Momentum was auch, wie schnell oder wie dynamisch ist das Ganze. Und wenn dann irgendwie so eine Dynamik dann abnimmt, wenn man aufwärts, aufwärts, der Kurs, der ist toll, alle sagen, es muss zu kaufen, es ist super toll. So totaler Quatsch, ne? Man kauft dagegen den Trend ein. Aber das sagen die natürlich nicht. Ne? Sondern, also die wollen immer, dass die Leute kaufen, 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 dann geht der Trend rauf, 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 rauf. Ja, aber irgendwann hören die auf zu kaufen, weil der Kurs, der ist dann einfach mal so idiotisch hoch, da kauft dann keiner mehr oder nur noch weniger. Und dann merkt man in diesem Momentum, in diesem mathematischen Modell, merkt man sagen wir mal, die Kaufkraft, die dort investiert wird, die nimmt ab. Oder mal hat so ein Einbruch und dann wieder und also das wackelt dann so mal rauf, mal runter. Also man merkt jedenfalls diese Aufwärtstrendgeschichte, wo man sagen kann, ja wow, da geht es aber ab nach oben. Die wird dann durch dieses Momentum dargestellt als etwas gebrochen. Da ist dann irgendwie, merkt man, da ist was anders läuft halt. So, also nur als Beispiel, dieses Momentum als Mo Gedankenmodell. Hat auch relative Plausibilität, muss man ganz klar sagen. Ja, wenn also sozusagen nach einer längeren Zeit des Aufwärts dann da oben irgendwo mal Schluss ist, ist ja logisch. Dann geht es irgendwie wieder bergab, ist auch logisch. Und dann ja, muss man halt abwarten, bis man diesen Punkt erwischt, wo man selber seinen Profit daraus ziehen möchte. Man kann ja, wenn man das einigermaßen durchblickt hat, mit steigenden Kursen und auch mit fallenden Kursen Geld verdienen. Wobei das natürlich ja auch ein sehr, sehr großes Risiko ist, wenn man also mit solchen sogenannten Hebelprodukten arbeitet, also oder mit Papieren, die von der Laufzeit her begrenzt sind, dann hast du keine Absicherung. Also wenn du es aber heute kaufst, ist eine Aktie, keine Ahnung, sagen wir VW, also nicht eine Aktie, sondern du kaufst eben so ein Future-Teil, wie die Dinger Put und Calls und wie sonst sie alle heißen, dann haben die eine bestimmte Laufzeit. Ja, also in der Regel. Oder sonst irgendwie Bedingungen, die eben limitierend sind. Ja. Denn eigentlich wollen die anderen dein Geld verdienen, nämlich deins. Aber wenn du das andersrum machen willst, dann musst du dir halt ein paar Gedanken dazu machen. Und ein Gedanke heißt halt, wenn das Ding zeitlich limitiert ist, dann kann es natürlich sein, dass am Ende dieses zeitlichen Limits genau für dich das schlecht aussieht. Bei Aktien sieht es ein bisschen anders aus. Das ist aber sehr. Du kaufst ja quasi bei einer Aktie, kaufst du ja einen Anteil an einem Unternehmen. Du bist dann die Jure, de facto, die hast du nicht gesehen, Unternehmer oder mit Anteilseigner eines Unternehmens. Und das kann man natürlich eine Stunde oder auch 10 Jahre sein oder länger. Und auch da ergibt sich natürlich dann wieder noch so eine andere Perspektive, wo man sagt, naja, also ich spekuliere jetzt mal nicht darauf, dass der Aktienkurs steigt. Und dass das Papier mehr wert wird, wenn ich es damit Gewinn verkaufen kann, sondern ich spekuliere da mal gar nicht, sondern ich versuche mit einer bestimmten Methodik dafür zu sorgen, dass ich eine möglichst gute Rendite bekomme. Und von der Rendite kann man dann ja auch durchaus ja, ganz nett leben, wenn man genug in dieses System eingegeben hat. Das Problem ist natürlich, dass ganz, ganz viele Aktien. Gerade die eben auch mit guter Rendite arbeiten oder deren Geschäftspolitik es ist, eine hohe Rendite eher zu erzielen als eine Steigerung des Börsenwertes. Das sind verschiedene Ziele, die die Manager haben können. Also die Leute, die dann eben auf diese Rendite ausgehen, da sind oftmals die Aktienpreise so hoch, dass die Rendite
zwar sich prozentual ganz nett anhört, aber nur auf den Nominalwert her schielt und nicht auf den tatsächlichen Börsenkurs. Und also mit diesen Dingen möchte ich mich gerne beschäftigen. Ich möchte euch das stückweise einzeln erklären. Dann werde ich ja Tutorials zu machen. Habe ich mir so überlegt. Das war jetzt so der Gedanke, der da rauskommt. Ne? Wenn ich sage, im Krankenhaus, dann hast du ja nichts zu tun. Dann denkst du, was machst du denn mit Tutorials? Ne? Nee, konnte ich gar nicht, weil lange her war ich ja auch ständig irgendwie Mittagessen, Abendessen, untersuchen, Blut abnehmen, Blutdruck nehmen, was ich mit Nachbarn diskutieren. Und, also da war immer was, du konntest, hattest keinen Raum da, wo du eine ordentliche Aufnahme machen kannst. Das hole ich jetzt nach. Das wird eine Zeit lang dauern. Ich werde das auch so also sukzessive machen. Also ich möchte und will und damit auch keinen Stress haben, weil, wie gesagt, mein Herz ist da ja doch etwas... durch die OP ist es zwar besser geworden, aber es wird noch viele Monate dauern, bis diese OP sich im gesamten Körper positiv bemerkbar macht. Also das ist jetzt auch schon der Fall, aber es wird so die Ärzte halt besser. Und diese Zeit, die möchte ich schon nutzen, nicht nur selber als Dozent mich da in diese Maschine reinzubegeben und den Leuten das direkt zu erklären, sondern eben auch solche Tutorials zu machen, die dann natürlich einen anderen Level haben. Also ich meine, wenn ich da in einem Live-Kurs irgendwo bin und den Leuten erklären, wie man Abschreibung macht, dann ist das was anderes, als wenn ich das systematisch in einem YouTube erkläre. Also mit Abschreibungen kann man sehr, sehr viel Spaß haben, wenn man das richtig macht. Naja, auf jeden Fall, also wie gesagt, dass der Gedanke lag dann nahe, sage ich, ja gut, machen wir mal ein paar Tutorials dazu. Und jetzt nicht nur im Sinne von, komm, wir investieren mal Geld, geben es aus, dann ist es weg. Oder wir machen mehr daraus, wenn man Glück hat, natürlich. Ne? Sondern eben auch die Hintergründe, wie das System funktioniert. Und nicht nur die Hintergründe, wie so ein Unternehmen funktioniert oder wie so eine Börse funktioniert oder wie solche Kurse funktionieren, sondern eben auch, wie funktioniert die Weltwirtschaft, wie wirkt sich das aus. Und das ist natürlich eine Frage von, wie kurzfristig oder wie langfristig ist das? Ne? Also wenn die Chinesen jetzt sich überlegen, sie wollen in 30, 40 Jahren möglichst fast alle Rohstoffquellen der Welt aufgekauft haben, dann wird sich das nicht heute Nachmittag auswirken. Es sei denn, der Präsident von denen da, der Oberleitmensch, sagt dann ganz plötzlich, das wollen wir so machen, das haben wir jetzt mal verlautbaren lassen. Ne, irgendwie, ne, und dann alle Leute sind ja ganz gespannt und dann steigen die Kurse und dann bewegt sich was und nächsten Tag geht es alles wieder zurück, weil das ist alles Quatsch, das ist erst in 30 Jahren, nicht heute Nachmittag. Ne, also diese Perspektiven, die die Weltwirtschaft betreffen, sind natürlich langfristiger wirksam. Das ist natürlich schade, weil man da nicht schnelles Geld machen kann, aber es hat den Vorteil, dass man eine bessere Sicht auf die Zukunft hat und das ist der Punkt. Wir reden über, wie kann man Geld machen mit Annahmen über die Entwicklung der Zukunft. Ja, und ob ich jetzt hingehe und ein Unternehmen gründe, ein Start-up, wo ich mir ein tolles Ding habe einfallen lasse und dann hoffe ich in Zukunft damit Gewinne zu machen, das ist genauso eine Spekulation, ne, wie als wenn ich eine Aktie kaufe. Das ist ja klar, habe ich mein eigenes Unternehmen und im anderen Fall bin ich dann eben Mitanteilseigner. Ja, und im eigenen Unternehmen bin ich selber verantwortlich, habe selber die Ideen zu generieren, habe selber die Profite zu machen. Und bei den Aktien ist es dann eben der Vorstand oder bei der GmbH, die Geschäftsführer, die dann eben dafür verantwortlich sind, dass da unter Strich schwarze Zahlen bei rauskommen, die mir selber nützen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die Variante, mache ich das auf Renditeoptimierung. Also das heißt also langfristig immer wieder, sagen wir mal, sinnvolle Beträge rauszuziehen. Oder eben, indem ich dann spekuliere und sage, ja gut, ich kaufe und verkaufe die Anteile als solche. Oder das Unternehmen Startup gründe ich, um da möglichst schnell schwarze Zahlen zu schreiben, um es dann am Markt zu verkaufen. Ja, so wie so ein Gaming-Laden, der dann für ein paar Milliarden über den Tisch verkauft wird. Ne? Also weil der dann irgendwie Erfolg hat und da gibt es ja auch genug von. Aber es ist, was heißt genug? Es gibt noch viel mehr genug von Leuten, die das versuchen und das eben nicht schaffen. Man muss das ganz klar sehen. Also die
in der Presse dann breitgetretenen Riggeltäubchen, wo der eine da Milliarden verdient und das ist alles ganz, ganz toll. Es gibt nur einen Bill Gates bei 8 Milliarden Menschen. Es gibt nur einen, wie heißt der, Elon Musk bei 8 Milliarden Menschen, ja. Und es gibt nur einen Saudi-Prinzen bei 8 Milliarden Menschen. Und die anderen 8 Milliarden minus dem einen sind eben nicht in der glücklichen Lage. Ja, und natürlich abgestuft von super very rich bis hin zu, ich muss im Karton übernachten in Japan, weil ich da jetzt nichts anderes mehr finde. Naja, also dazwischen gibt es die ganze Bandbreite. Und das, was ich mit diesen ganzen Tutorials erreichen möchte, ist, dass wenn man so eine gewisse, naja, sagen wir mal, eine gewisse Mindestabsicherung hat in seinem Leben, also einen Job hat oder irgendwie ja, einigermaßen über die Runden kommt, dass man dann, ja, ich sag mal, spielen kann. Ja, also ich kann natürlich jetzt irgendwie so ein Software-Game kaufen und das dann machen, aber ich kann auch sagen, ich spiele mal mit der Welt. Also im Sinne von, ich spiele mit Aktien, ich spiele mit Papieren, die sollte ich spiele mit Währungen, ja, und deren Unterschiede. Und damit, das muss man ganz klar sagen, das ist natürlich riskant. Und selbst wenn man solche Sachen wie Momentum und auch andere Sachen eben nutzt, wird man immer, sagen wir mal, eine plausible Vorstellung von der Zukunft haben, aber keine Garantie, dass es so kommt. Keine Garantie. Ja, und wenn man eben eine relativ gesicherte Lebenssituation hat, durch einen halbwegs sinnvollen Job oder durch irgendwie was ich, woher man die Kohle hat, dann kann man einen Teil davon nehmen und sagen, okay, das ist Spielgeld, so als wenn ich in die Spielbank gehe. Ich investiere jetzt mal statt hier beim Blackjack investiere oder beim was ich, beim wie auch immer, beim Roulette oder so, investiere ich das Geld jetzt mal an der Börse. Oder investiere das, indem ich mir Anteile von einem Unternehmen kaufe, ohne dass die Börse dabei ist. Gibt es ja auch so stille Teilhaberschaft oder irgendwie KG-Anteile oder da gibt es so viele, also man kann da so viele Sachen machen. Jedenfalls, was ich halt vorhabe, ist, dass ich daraus so ein, sagen wir mal, eine Denkhilfe gebe. Für mich selber vielleicht auch, mal gucken, weiß ich noch nicht so genau. Ich muss aufpassen, dass ich in so einer Situation jetzt nicht bin, dass ich mich in so einen Trading-Stress begebe, denn das möchte ich mit meinem Herz nicht machen. Aber wir haben hier in Deutschland natürlich eine gewisse Gesetzgebung und die zwingt einen dazu, entweder sehr viele Steuern zu zahlen oder eben sehr langfristig zu denken. Ja, da gibt es also auch da verschiedene Modelle. Da kommen wir in diesen ganzen Tutorials, die da noch kommen, werden wir sicherlich drauf zukommen. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis das wirklich startet. Denn ich möchte zunächst einmal eine Mindmap bauen. Ja, also Mindmap kennt ihr ja vielleicht, hoffe ich. Wenn nicht, dann googelt das mal. Also super wichtig. So eine Strukturierungstechnik. Also nicht so eine Kreativtechnik wie Brainstorming, sondern Mindmap ist dann eben wie ordne ich meine Gedanken, also ungefähr. Das würde ich eben zunächst machen, weil das Thema, was ich jetzt hier so angerissen habe, ist sehr umfangreich. Es gibt ja Leute, die studieren da ein paar Jahre für und ob das der Banker sind und ob das BWLer sind, also wissenschaftlich halt, oder ob das Leute sind, die aus der Praxis irgendwie was lernen oder so. Man kann da jetzt nicht von heute auf morgen alle Gedanken quasi auf einen Punkt haben, sondern man muss das erstmal reifen lassen in sich und man kann natürlich die Grundlagen zunächst mal aufbereiten und dann wird das immer weiter ausgebaut, dieses Mindmap-Ding. Und diesen Trip möchte ich euch mitnehmen. Ne? Also das hoffe ich, dass es euch vielleicht gefällt und vielleicht bringt es euch auch was. Ne? Es ist schon die Frage, ob man zum Beispiel in Deutschland bleibt oder nicht. Also ich hatte da hier bei meinem YouTube-Community den einen oder anderen, der ist dann quasi mit Freundin in die Schweiz gezogen, fühlt sich da pudelwohl, so wie ich das wahrgenommen habe. Und das gönne ich ihm. Das fand ich also super, super gut. Und ich kenne auch andere Leute, die also sagen wir mal, da nach Singapur gegangen sind und sich da dumm und dämlich verdient haben. Allerdings zu einer Zeit, wo das weltwirtschaftliche
sagen wir, Netz noch keine Löcher hatte. Also haben wir heute aber natürlich, also gerade jetzt aktuell, also hier 2023, Anfang des Jahres, haben wir natürlich weltwirtschaftlich riesige Probleme und auch gesellschaftlich und ideologisch und militärisch und politisch und bla 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 bla, immer so weiter, ja, riesige Probleme. Aber es gibt da so einen schlauen Spruch von einem, der also mal relativ erfolgreich war, das war dieser Henry Ford, der sagte, es gibt keine Probleme, es gibt nur Chancen. Und der hat nicht Unrecht. Wobei man sagen muss, Chancen enthalten auch Risiken. Es ist ja nicht nur sozusagen, ich gewinne immer, sondern man muss eben Versuche starten, dann hat man eine Chance. Wenn man nichts tut, ist schon von vornherein klar, dass du verlierst. Also wenn du gar nichts tust, das Geld in der Ecke liegen lässt oder irgendwie kannst du es versaufen, dann war es das. Oder es wird schlecht, weil es durch die Inflation gefressen wird. Oder halt die Alternative heißt, ich spiele mit dem Geld, wenn ich es mir erlauben kann. Wie gesagt, also wenn man so eine relativ gesicherte soziale Situation hat, kann man mal einen Teil, einen kleinen Teil des Geldes zum Spielen nehmen und wenn der dann größer wird in der Spielbank oder dann an der Börse oder wo auch immer, dann, ja, dann hat man ja Glück gehabt. Also, ne? Man kann Glück haben, man kann, das ist ja nicht ausgeschlossen. Es gibt ja genügend Beispiele, genügt nicht, aber es gibt viele Beispiele, die das hingekriegt haben. So ein Warren Buffett oder solche Leute sind ja sowas. Und ja, also ich möchte Grundlagen dafür schaffen, für euch, dass ihr in diesem Gedanken, ja, was ich Netzwerk, euch bewegen könnt und euch orientieren könnt. Und das ist, für, ich sag mal, für mich ist das auch schwierig, obwohl ich sehr, sehr lange gelernt habe und wie gesagt, wissenschaftlich mich damit beschäftige. Und jetzt, aber wenn jemand Schreiner ist oder Kraftfahrzeugmechaniker oder irgendwie, was ich, einen anderen Job hat, Kaufmann irgendwo aus dem Einzelhandel, für den sind das ja also mit 70 Siegeln verschlossene Bücher, wo er keinerlei Zugang zu hat, wenn man es ihm nicht erklärt. Und das Problem mit dem Erklären ist, wenn ich diese ganzen YouTube-Sachen, die ich da geguckt habe und auch sonstige Erklärsachen, die sind alle, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber die sind alle reißerisch. Ne? Also Clickbaiting-mäßig reißerisch. Und die Leute, die mich kennen, wissen, das ist nicht mein Weg, sondern es geht mehr um die Sache, um die Aufklärung, um die ja, um das Tutorial, um wie geht's halt, wie kann man es machen? Oder eben, ja, lass die Finger von, weil das ist ein Gedanke, den man nicht so wirklich verfolgen kann, soll, wie auch immer. Das versuche ich aufzubereiten. Und was natürlich super, super wichtig ist, also wenn ich nach diesem Brainstorming und nach diesem Mindmap-Ding und dann endlich anfange, tatsächlich solche Videos zu produzieren, das wird noch 200 Wochen dauern, ich weiß es nicht, vielleicht kommen wir schneller voran. Also dann werde ich die ja veröffentlichen und dann denke ich mal, wäre das eine super geile Sache, wenn die Community mit mir in Kontakt und Kommunikation darüber ist, ob das, was ich sage oder tue, denn auch euren Lebenserfahrungen entspricht oder ob ihr da andere Ideen habt, die vielleicht dazu passen. Oder ob ihr sagt, oh nee, da musst du aber vorsichtig sein, dann hast du einen Gedanken, zwar, aber der ist falsch oder musst du andersrum oder kann ja auch bei mir sein, dass ich was falsch denke. Ich bin ja nicht da alleinselig machen, ne? Obwohl, naja, also bildet mir schon ein bisschen mehr zu wissen als so ein normaler Mensch, weil ich eben, ja, was sagen wir, in meinem Leben halt so krass viele Sachen gemacht habe. Da brauchen andere Leute mehrere Leben für. Aber jetzt, wo ich halt mit dem Herzen das Problem habe, stelle ich ja fest, also mein Leben, mehrere Leben, den gibt es nicht, gibt nur eins. Und so zum Schluss, ja, weiß ich nicht, ob ich da zum Schluss gekommen bin, aber ich will noch mal, ich will mir noch mal so eine Aufgabe stellen, die, ja, sagen wir mal, mich selbst bereichert, das Ganze noch mal in eine Form gießt, die Sinn macht, auch für andere. Und das ist halt das Ziel der ganzen Geschichte. So stelle ich es mir vor und ich hoffe, ihr geht mit diesem Weg und dass wir da also sozusagen gemeinsam etwas schaffen für die Welt. Vielleicht hat der eine oder andere auch sogar Glück und kann sich damit selber einigermaßen
finanziell sanieren. Das ist, wie gesagt, natürlich eine Spekulation. Also das kann man nicht vorhersagen. Ich möchte aber Instrumente halt liefern, die ja, einem helfen, Entscheidungen zu treffen. Ne? Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung richtig ist, verbessern, ungefähr. Ja, ja, also soweit erstmal. Und ich denke mal, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen mehr voneinander hören. Ich möchte auch eigentlich von diesem, also ich möchte es auf YouTube machen und oder auf Twitter und oder auf, wie heißt es, Instagram. Weil das Twitch, das ist mir zu live. Das ist zwar schön, man kann auf Twitch sehr schön live was machen, keine Frage. Aber Twitch ist an der Stelle nicht die richtige Plattform, nicht das richtige Publikum, was ich da erreiche. Und was man natürlich ergänzend machen könnte, theoretisch, und das überlege ich mir natürlich, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das so wirklich möchte. Weil das auch doch ein bisschen mit Arbeit verbunden wäre, dass man sich da so einen Termin irgendwie mal ausguckt, eben zum Samstag morgens zum Frühstücken oder was, irgendwie, also Frühstücksfernsehen oder Frühstücks, ja, irgendwie, ne, und dass man da auf Zoom was macht oder Jitsi Meets oder sonst irgendwie Plattformen, wo man also ja, sich direkt austauschen kann. Das kannst du natürlich dann nicht mit Hunderten von Teilnehmern machen, sondern das kann man dann mit einer limitierten Anzahl von, sagen wir mal, 15 oder so, die dann auch eine gewisse Sprechdisziplin haben, dass man da nicht alle durcheinander quatscht und, naja, also wie man halt in so einem Projekt miteinander arbeiten würde. Da kann man sich das Thema stellen, lass uns mal analysieren, wie denn die Perspektiven, das ist, was ich irgendwelche in Rials oder in Dollars oder irgendwelche Jens oder so sind, ne? Dann kann man sich das als Projekt überlegen, dann gemeinsam drüber nachdenken und oder auch was ich Strategien gemeinsam entwickeln, was weiß ich, da kann ja viel passieren. Das überlege ich mir, ob ich das so live machen will. Also zunächst mal auf jeden Fall werde ich da sicherlich erstmal diese ganzen Tutorials machen, von wann weiß ich eigentlich, ob ich Geld verdient habe, bis hin zu wie optimiere ich meine Methoden, Geld zu verdienen. Also jetzt als Unternehmer, ne? Also jetzt im Sinne von Controlling, im Sinne von Produktlebenszyklus und im Sinne von Marktmacht. Und da gibt es ja so krass viele Ansätze, die man da als Unternehmer bedenken muss. Und dann im nächsten Schritt natürlich, ja, ich bin Unternehmer. Ja, was denn für einer? Ja, ich handle an der Börse. Oder ich versuche, mich als Unternehmer, Aktionär irgendwie aufzustellen. Ja, das muss man halt sehen. Das will ich also als Tutorial zunächst vorwegstellen und dann kann man das natürlich auch möglicherweise auch live mal machen. Irgendwie, das muss man sich überlegen, wie viel Zeit und so das kostet und wie man das aufzieht. Ist alles noch so Gedanken zunächst mal, die dann irgendwann auch umgesetzt werden. Aber ich finde das eigentlich ein geiles Projekt. Sozusagen zusätzlich zu dem, was ich bis jetzt schon, ich habe 900 Tutorials auf YouTube hochgeladen, dass ich da eben mal zu einem anderen Thema was sage. Und zwar zu einem Thema, von dem ich weiß, dass ich dem einen oder anderen vielleicht sogar tatsächlich helfen kann. Ja, soweit erstmal. Ne? Also ich gucke jetzt gerade hier auf die Uhr hier von dem Video. Ich hatte erst gedacht, naja, ich mache so 5 Minuten, ich erkläre mal was und dann, was ich so mir vorstelle und dann ist gut. Aber ich sag mal, 35 Minuten dauert dieses Video jetzt schon. Und ihr werdet euch sicherlich wundern, warum ich das nicht mit dem Live-Bild mache von mir. Ja, ich sag mal, auf Instagram könnt ihr euch das ja mal anschauen, wie ich heute aussehe und wie ich vor ein paar Monaten noch ausgesehen habe. Und ich möchte jetzt zunächst einmal in die Phase kommen, dass ich wieder so eine Art normales Aussehen habe. Also was ich vom Körper her, hat ja die OP, diese Herz-OP und die vorlaufende Zeit ja krass an mir gezehrt. Und das will ich jetzt auch mal wieder aufbauen. Also die Muskulatur und das Ganze. Also ich kann ja kaum eine Tasse heben, eine volle Teetasse zu heben.
ist für mich anstrengend. Also das glaubt ihr vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so. Ja. Und ja, also wie gesagt, diese Zeit werde ich noch nutzen, um da solche Gedanken halt einzubringen in Tutorials. Und da hatte ich gedacht, das dauert ein paar Minuten, dann bin ich damit fertig mit diesem Video hier. Ne? Aber es ist dann eben ja ohne Bild halt, also ohne Videobild, sondern nur ich werde dann wahrscheinlich solche Bilder einblenden, also irgendwie, was ich mal, fällt mir da was Schönes zu ein. Und ja, aber das wird sich ja wieder ändern. Also ich denke mal, in ein paar Wochen können wir das dann schon, in 2, 3 Wochen oder ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, dass ich wieder einigermaßen von dem Grippestatus runterkomme. Ja. Aber ich denke, das wird dann quasi einhergehen mit der Zeit, wo ich dann diese Tutorials eben auch veröffentliche. Und ich muss mal sehen, ob das auf Instagram überhaupt geht, bei so einem langen Video, was ich das jetzt hier habe. Werde ich auf jeden Fall mal versuchen und dann auch natürlich auf YouTube versuchen. Und ja, also ich denke mal, das ist jetzt erstmal genug. Wollte euch nur darauf hingewiesen haben, dass mir sowas im Kopf rumschwebt und ob man das dann tatsächlich umsetzt, wird man sehen. Jo, okay, in dem Sinne. Was ist